Hallo und herzlich willkommen zu Britta's Talk. Mein heutiger Gast kennt sich nicht nur sehr gut mit den Marvel-Figuren aus, er ist auch einer. Claudio Cartelli alias Spider-Man. Hallo Claudio, schön, dass du hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Claudio, für die Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen? Gerne. Also, wie schon erwähnt, mein Name ist Claudio Cartelli, bin 44 Jahre alt, komme aus Speyer, bin verheiratet und habe 3 Kinder. Jetzt habe ich ja gesagt, dass du ja auch Spider-Man bist, das schon seit 7 Jahren, Spider-Man mit Herz. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie bist du dazu gekommen? Naja, ich war vor genau 7 Jahren, war ich mit einem Bekannten auf der Science-Fiction-Ausstellung in Grünstadt. Das war so die erste Berührung zu Cosplay. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie die Besucher sich anziehen, wie die Aussteller sich anziehen. Die Kostüme sind ja meistens selbst gemacht. Und dann haben wir vereinbart, dass wir im nächsten Jahr zur Comic-Con nach Dortmund fahren, jeder in seinem eigenen Kostüm. Ich habe dann ein bisschen gesucht zu Hause, was man denn so alles anziehen kann, habe bei Batman geschaut, Superman, bin dann bei Spidey hängen geblieben, bei Spider-Man, habe mir das bestellt. Und wie es kommen muss, konnten wir leider nicht zur Comic-Con fahren, aus privaten Gründen. Und dann hatte ich das Kostüm zu Hause, dann bin ich das allererste Mal zur Faschingsveranstaltung zu meinem Sohn in den Kindergarten, habe dort angefragt, ob es möglich wäre, dass ich als Spider-Man einfach vorbeikomme, ein paar Fotos mache mit den Kids. Dann haben die gesagt, gerne, gerne, können wir gerne machen. Und dann war der Tag vorbei, also wir haben da ein paar Fotos gemacht, kam sehr gut an. Und dann sind wir erneut zu Fasching, eine Woche später. Das war eine größere Faschingsveranstaltung, mein Sohn als Spider-Man Junior, ich als Spider-Man Senior. Und da haben mich einige gefragt, wie es ausschaut wegen dem Foto, ob wir ein Foto machen können. Dann habe ich mir gedacht, hey, es gibt so viele kranke und sozial schwache Kinder auf der Welt. Warum soll ich das einfach mal versuchen, so eine Seite zu gründen? Habe das mit meiner Frau besprochen und so kam dann die Seite Spider-Man, ein Herz für Kinder. Und wieso Spider-Man? Spider-Man ist ein cooler Charakter, ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ich identifiziere mich ein bisschen mit der, also mittlerweile sehr, sehr gut natürlich, mit dem Charakter. Und ich finde, Spinne passt einfach sehr gut. Und ich meine, du hast ja gesagt, dass du ja auch so eine Cosplay-Veranstaltung warst. Wie läuft es da so ab? Oder warst du jetzt schon mal auf so einer Veranstaltung? Also nur bei der Science Fiction in Grünstadt. Und wie läuft sowas ab? Da werden Autogrammkarten verkauft von Stars, die vorher signiert wurden. Es werden verschiedene Artikel angeboten. Man kann Schwerter kaufen von Star Wars. Es werden einfach nur ausgestellt. Und die Besucher laufen meistens auch in einem Kostüm, also rum und schauen sich eben. Ja, schauen sich um. Und du bist ja also quasi Spider-Man mit Herz für schwache und kranke Kinder. Genau. Wo trittst du denn noch überall auf? Nun ja, also als ich die Seite gegründet habe, war es ja eben wirklich nur für kranke kleine Helden. Aber es kam natürlich auch die Anfrage, wie es denn ausschaut wegen Geburtstag. Und das konnte ich halt nie abschlagen. Da war es eben so, dass ich sage, ja komm, ich mach das eben. Und da bin ich eben auch bei Geburtstag, wenn neue Filme ins Kino kommen, als Premiere mit dabei, um Fotos zu machen, um Autogramme zu schreiben. Bei allen Events, wo es möglich ist, bin ich dabei. Ich bin jetzt in Kürze bei einem Benefiz-Fußballspiel mit dabei. Also ich spiele keinen Fußball, bin dann nur dort für Fotos und Autogramme. Das ist für der Erlös geht an schwerstbehinderte Kinder oder Menschen. Und da habe ich gesagt, glaub, ja, da bin ich gerne mit dabei. Was war denn so der schönste Auftritt? Bei Spider-Man ist jedes Erlebnis das Schönste. Also es gibt nichts, wo ich es besonders herausheben möchte, aber es gibt trotzdem zwei Auftritte oder zwei Besuche, die mir im Hinterkopf geblieben sind. Das ist einmal der Maxi, bei dem waren wir gewesen, da habe ich einen Aufsteller signiert, habe ich bekommen von dem Kinocenter in Speyer, habe den signiert und habe da so ein kleines Gewinnspiel draus gemacht. Da hat sich dann eine Bekannte gemeldet und hat gesagt, der Maxi, der ist Spider-Man-Fan, ist Leukämie erkrankt. Und da war für mich die Entscheidung schon gefallen, dass er den bekommt. Wir haben den dann persönlich überbracht. Und als dann die Tür aufgemacht wurde von dem kleinen Maxi, mit der Krankheit belastet, das war schon ergreifend für mich. Aber 3 Jahre später hat sich der Papa gemeldet und sagte zu mir, dass der Maxi krebsfrei ist. Das fand ich dann ganz toll, weil er mir beim ersten Besuch versprochen hat, dass er wieder gesund wird und das hat genau gepasst. Deswegen ist es eigentlich so ein schönes Erlebnis, wo bei mir im Hinterkopf geblieben ist.
Weiterhin vergesse ich niemals Enrico und Leon. Da waren wir zum Geburtstag gewesen. Das sind zwei Brüder, die sind leider im Rollstuhl. Und die Familie, die hat so eine große Wärme, strahlt die aus, so viel Kraft. Und wenn ich mir vorstelle, dass wenn ein Junge krank ist und im Rollstuhl sitzt, ist es schon sehr schwer, wenn beide dann im Rollstuhl sitzen. Dann denke ich mir immer, ja, es ist Leben sehr, sehr unfair. Aber die, wie gesagt, die Eltern geben so viel Wärme und so viel Kraft. Wir haben heute noch Kontakt. Und das sind so die zwei Highlights, wo ich so ein bisschen rauspick, wo bei mir in Erinnerung geblieben sind. Ach, also finde ich super klasse. Es berührt einem echt das Herz, wenn man sowas hört, muss ich echt sagen. Ja gut, aber genau, jetzt bevor ich zur schlimmen Zeit, zur Corona-Zeit komme, du warst ja auch auf Premieren schon. Hattest du auch schon mal die richtigen Spider-Man-Schauspieler getroffen, die großen? Leider noch nicht. Nee. Jetzt, ist bis jetzt noch nie passiert, dass jetzt irgendwie ein Tom Holland oder ein Andrew Garfield vorbeiläuft. Wäre natürlich ein super mega Traum, ja, dass mir da jemand mal die Hand schüttelt, oder, aber leider noch nicht. Was ich habe, ist ein Originalautogramm von Andrew Garfield, das habe ich mir nicht nehmen lassen, habe das mir zu Hause natürlich an die Wand gehängt. Sehr gut. Mhm. Naja, vielleicht hört es ja einer und denkt sich, Mensch, den muss ich jetzt mal einladen und die Hand schütteln. Ja, mega, wäre cool. Gut, jetzt kommen wir, ja, leider Corona-Zeit, ist leider alles jetzt etwas anders als sonst. Wie verbringst du die Zeit? Wie hat sich das für dich verändert? Gut, am Anfang war es so gewesen, dass ich echt gedacht habe, okay, Spider-Man ist jetzt auf Eis gelegt, weil keine Besuche, keine Events. Ich habe dann begonnen mit Online-Aktionen eben, also über meine Seite anzubieten, habe Autogramme verschickt, Videobotschaften werden gemacht auf jeden Fall. Chatico hat mich eingeladen, auf der Plattform Videobotschaften anzubieten, aber für einen guten Zweck, kostet Geld, aber das Geld geht an das Kinderhospiz Steinthaler nach Dudenhofen. Ich versuche eben online sehr, sehr viel präsent zu sein, um eben Spider-Man immer noch am Leben zu erhalten, weil klar, durch Corona sind Besuche eben ausgeschlossen nicht, aber schwieriger. Und wie wird das so angenommen? Sehr gut, sehr gut. Also die Beiträge werden sehr, sehr viel geteilt, werden kommentiert. Also die treuen Fans sind immer noch dabei. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja. Was mich jetzt auch noch mal so interessieren wird, wenn du jetzt auftrittst, bekommst du dann eigentlich auch Gage? Ich habe das so gemacht, also es ist alles ehrenamtlich, also ich verlange da kein Geld, weil sobald ich Geld verlange, ist es so, dass die Leute natürlich auch was erwarten, die möchten dann sehen, was ich mache. Ja, wenn ein Zauberkünstler irgendwo hinkommt, der muss dann zaubern, wenn er Geld verlangt. Bei mir wäre es wahrscheinlich, dass ich die Wand hochkrabbel, das kann ich nochmal nicht. Bei Geburtstagen ist es so, dass ich sage, okay, wenigstens die Spritkosten. Und wenn die Leute mir dann noch was geben möchten für das Projekt Spider-Man ein Netz für Kinder, wo ich wirklich nur nutze, um das Projekt zu finanzieren, dann freue ich mich auch drüber. Und jetzt sehen wir ja auch hier das Kostüm Spider-Man. Und was mich da jetzt noch so ein bisschen irritiert, ist dieses Schwarz-Rot. Hm. Ich meine, ich persönlich kenne Spider-Man immer noch so blau-rot. Wie kommt es jetzt, dass es jetzt ein schwarz-rotes Kostüm ist? Ja, es kommt raus. Es ist immer so, dass die Filme entwickeln sich ja weiter. Das allererste Oldschool-Kostüm, so nenne ich das, das war auch mein erstes Kostüm, das war blau-rot. Das war wirklich so, wie man es noch kennt. Und die Filme sind ja immer weiterentwickelt. Es sind ja mehrere Schauspieler auch gewesen. Die Filme hatten einen anderen Titel. Und das ist jetzt das Kostüm von dem letzten Film, Far From Home. Und ich versuche halt immer ein bisschen mitzugehen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mir jetzt jedes Jahr ein neues Kostüm kaufe. Ich bleibe bei dem. Aber ich finde es schön und strahlt Freundlichkeit aus immer noch. Jetzt ganz schwarz wäre es natürlich nichts gewesen, aber es ist ja immer noch das treue Rot mit dabei. Also ganz schwarz wäre ja auch eigentlich der böse Spider-Man. Ne? Also zumindest kenne ich das so. Und was gibt es denn da jetzt so zu beachten bei dem Kauf? Oder ist das egal, kannst du einfach jedes Kostüm kaufen? Oder gibt es da so spezielle Besonderheiten, auf die man achten muss? Ja, man soll darauf achten, dass das Kostüm natürlich auch nach dem Originalen eben, dass das passt, dass das nicht irgendwie ein nachgemachtes Kostüm irgendwie ist, dass das alles immer noch so ist, wie Stan Lee erfunden hat oder wie Spider-Man sein soll. Was ich halt nur empfehlen kann, dass bei der Maske, dass dann immer ein Face Shield drunter ist, weil bei meinem allerersten Kostüm hatte ich das noch nicht. Und dann konnte man die Kopfform eben sehen, das war das Problem, dass eben die Kopfform originalgetreu ist, dass das immer noch realistisch aussieht. Oh, auf jeden Fall ein tolles Kostüm. Gut, Corona, bisschen alles langsamer. Gibt es denn trotzdem Projekte, an denen du jetzt noch arbeitest? Gut, wir haben jetzt in Kürze im Mai, sofern es stattfinden kann, das Fußballspiel, das angesprochene, das Benefiz-Fußballspiel. Da will ich auf jeden Fall hin,
Und ich fieber nach dem neuen Spider-Man-Film natürlich, da warte ich natürlich drauf. Die ganzen Kinoproduktionen haben jetzt alles angehalten und das verzögert sich ja alles. Aber das wird auch das große Projekt wieder sein, dass ich dann sage, okay, der daraus in Speyer, wenn der Film anläuft, bin ich auf jeden Fall mit dabei und unterstütze dann natürlich auch ein bisschen, klar. Ja. Und wenn man dich buchen möchte, wo kann man das denn machen? Also auf meiner Facebook-Seite, Spider-Man ein Herz für Kinder, da gibt es eine Nachrichtfunktion, da kann man einfach eine Nachricht zusenden und da kann man mich anfragen, anschreiben, Fragen stellen, genau, und dann antworte ich dann drauf. Ja. Ja. Und bevor es jetzt zum Ende kommt, hast du uns ja auch noch 10 Autogrammkarten mitgebracht mit persönlicher Widmung. Und wenn ihr an dem Gewinnspiel mit teilnehmen wollt und diese Autogrammkarte haben wollt vom Spider-Man mit Herz, dann liken, teilen und kommentieren mit "Ich bin dabei". Wir freuen uns. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. War sehr, sehr schön. Dankeschön. Ich hoffe, dass du weiterhin viel, viel gebucht wirst. Und ihr wisst ja, wenn ihr informiert bleiben wollt, liken und abonnieren. Das war Britta's Talk.